Ohne Links gäbe es kein Internet. Es waren die Links, die das Revolutionäre am Internet waren, und es sind die Links, die das Internet heute noch miteinander verbindet. Ja, die Links sind die Verweise zwischen unterschiedlichen Seiten. Hier brauchen wir die URLs, hier brauchen wir die HTML-Tags, und den Rest sehen wir uns jetzt im Video an. Es wird Zeit, dass wir uns über Links unterhalten. Ja, Links sind einfach das Thema, das das Internet eigentlich groß gemacht hat. Eine banale Sache wie Links ist es, die dem Internet zum Durchbruch verholfen haben. Und wie machen wir jetzt in HTML Links? Wir machen die ganz einfach. Wir machen die mit einem sogenannten A-Tag. Also alles, was ein A-Tag ist, ist ein Link. Und hier sehen wir einen A-Tag, der geht in dem Fall auf YouTube. Und wir sehen aber nicht die URL im HTML-Dokument, sondern im HTML wird wirklich das, was wirklich angezeigt wird, ist das Wörtchen hier. Also angezeigt wird hier, und wenn ich auf dieses hier draufklicke, dann verlinkt sozusagen dieses hier auf YouTube und veranlasst den Browser dazu, auf YouTube zu gehen. Und verlinkt ist auch nur das Wort hier. Das heißt, ein A-Tag besteht immer aus mehreren Teilen. Einem öffnenden Tag. In diesen öffnenden ist auch das href enthalten. Das href ist das Ziel des Links. Und das zweite ist der Text, der eigentlich verlinkt werden soll. Und dann muss es ein schließendes Tag geben. Also das href, das ist die Hyperreference-Attribut ist das. Also wo ist das Ziel des Links, wo geht der hin, wo kommt der Browser hin oder der User hin, wenn er draufklickt auf den Link, und das ist dann das hier, das ist der Text, der wirklich angezeigt wird. Jetzt kann man aber noch mehr machen mit Links. Man kann auch Links zum Beispiel mit weiteren Attributen versehen, wie diesen Target-Attribut. Das Target-Attribut gibt denn das Ziel des Links an, und zwar handelt es sich bei Blank darum, dass der Link in einem neuen Tab geöffnet wird und nicht im gleichen Tab. Also wenn ein Inhaber eine Seite navigiert, dann ist normalerweise das Target-Attribut nicht angegeben. Wenn ihr aber einen Link auf eine externe, auf eine andere Seite habt oder zu einer Datei, die der User herunterladen soll, dann ist normalerweise das Target ist gleich Blank-Attribut angegeben. Einfach deswegen, damit die eigene Seite noch offen bleibt. Ja, es öffnet sich diese Links sozusagen in einem neuen Tab. Dann gibt es noch komische Links, in diesem Hyperreference-Attribut, in dem href-Attribut, keine absolute URL drinsteht oder auch keine relative URL drinsteht. Also im href ist irgendeine gültige URL, absolut oder relativ, ist egal, auf eine Webseite, auf eine Datei, alles egal. Auf eine MP3 kann es auch sein, Video kann es auch sein, alles Mögliche kann es sein. Es kann auch ein E-Mail-Link sein. Also wenn statt HTTPS Mail2 steht, ja, und dann eine E-Mail-Adresse, dann öffnet sich der E-Mail-Client und es kann eine E-Mail geschrieben werden. Aber es gibt auch href-Attribute mit Raute, und im CSS haben wir ja bereits gelernt, dass die Raute immer bedeutet, das ist ein Link zu einer ID. Ja, ID-Anker sozusagen, Raute-Anker heißt, verlinke zu einem Element mit der ID-Anker. Das ist für Querverweise innerhalb eines Dokuments. Ja, der Browser springt zu diesem Element, wenn es gibt sozusagen H1, ID ist gleich Anker, dann komme ich von diesem Link zur Überschrift rechts hin zu diesem Element, was wirklich ist. Also wenn ich ein Inhaltsverzeichnis habe und zu einem Dokument oder zu der Position springen will, dann habe ich genau solche Anker-Links. So, das sind die absoluten Link-Basics. Es gibt jetzt noch speziellere Elemente, wie zum Beispiel hier, wo man sagt, okay, Vorsicht, ich habe hier einen Link auf eine PDF-Datei. Wenn ich den Link so angebe, dann Achtung, fehlt das Target-Attribut wahrscheinlich, weil meine Originalseite, die verschwindet. Die wird ersetzt durch den Inhalt des PDFs. In diesem Fall wird der Link nicht funktionieren, da die URL im href nicht korrekt ist. Ja, hier fehlt das Protokoll, hier fehlt HTTP oder HTTPS. Das www alleine ist zu wenig, das ist keine gültige URL, keine vollständige. Und hier zu slash my image, da ist my image leider keine Datei, denn dann fehlt die Extension. Die Datei müsste im gleichen Verzeichnis sein,
aber da müsste auch .png oder .jpg oder irgendwas sein. In diesem Fall wäre es ein Link zum Ordner My Image und darin müsste dann eine Indexseite sein, die der Browser anzeigen kann. Ja, das sind so klassische Fehler, die man beim Verlinken auch macht. Wie gesagt, im href-Attribut ist der, wo soll der Browser hin? Und dann, das hier immer weiße dargestellt, ist der Text, der im Endeffekt verlinkt wird. Das muss nicht ein Text sein, das kann auch ein Bild sein, alles super. Und das href kann auch alles sein, was eine URL sein kann. Also auch eine URL, Tel-Doppelpunkt zu einer Telefonnummer, dann kann ich draufklicken und wenn ich das Handy wählt, gleich weg. Es kann sein Mail-To, dann öffnet sich der E-Mail-Client. Es kann aber auch FTP oder etwas anderes sein. Ein entsprechendes gültiges Protokoll halt. Na gut, soviel als Kurzintro zu der wohl wichtigsten Sache im Web, und zwar Links. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.